Man nennt ihn auch Mr. Derby, Evan Jasper von den Bietigheim Steelers. 12 Punkte in 6 Spielen gegen die Schwenninger Wildwings und natürlich auch im Fokus beim dritten Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison. Für Schwenningen ein Kampf gegen die Trends. 5 Derby-Niederlagen in Folge, 4 Heimpleiten in Serie. Im Kampf um die Playoffs mussten Punkte her. Und Kampf war auch gleich zu Beginn angesagt. Eine ordentliche Rangelei. 8 Strafminuten wurden vergeben. Von beiden Teams mussten je 2 Spieler früh in die Kühlbox. Dann Eishockey, dann die 70. Minute, dann Evan Jasper. Der nimmt Fahrt auf. An ganz Schwenningen vorbei, an Küper vorbei. Das 0:1. Mr. Derby schlägt wieder zu mit seinem 14. Saisontor. Bringt er die Steelers in Führung. Natürlich zittern bei den Wild Wings Fans, aber nur kurz, denn danach Powerplay, danach Lajunen, danach Ausgleich. 9. Spielminute, Ville Lajunen, 6. Saisontreffer, Top 5 Verteidiger in der deutschen Eishockeyliga. Der passt perfekt direkt neben den Pfosten. Und wir sind noch in der 9. Spielminute, noch jubeln die Fans und dann kommt David Ullström mit einem Sahneanspiel für Trivelato. Das 2:1, Spiel gedreht innerhalb von nur 29 Sekunden. Schwenningen plötzlich vorne durch den 7. Saisontreffer von Alexander Trivelato. Und die Wild Wings, sie blieben weiter am Drücker mit Indra Schiss, mit Lajunen, abgefälscht, wieder drin. 3:1 Schwenningen und es war ein DEL-Debüt. Daniel Neumann, gekommen während der Saison. Vom EV-Zug fälscht hier unhaltbar ab. Keine Chance für Brenner. Erster DEL-Treffer für den 20-jährigen Stürmer. Und es lief nach Plan für die Mannschaft von Harry Kreis. Aber noch 40 Minuten zu spielen. Und trotzdem die Wild Wings zu Beginn des zweiten Abschnitts erstmal mit den besseren Chancen. Hier John Ramage von der blauen Linie. Cody Brenner, der aber einen guten Job machte zwischen den Pfosten. Auf der anderen Seite Edward, Neuzugang, bei der Rauferei involviert am Anfang, aber dann auch vor dem gegnerischen Tor gefährlich, gleich 2-mal. Schwenningen sehr kompakt ums eigene Haus, gute Schlägerkontrolle in der Phase, ließ da wenig zu. Mit diesem 2-Tore-Rückstand aus Bietigheimer Sicht ging es also hinein, auch in den Schlussabschnitt und dann für die Mannschaft von Pekka Kangasalusa im Powerplay wieder zu verkürzen. Dann aber der Fehler von Chase Berger, Olim, für Hungerecker. Und er nimmt Maß und er trifft das 4:1 Unterzahltor. Das zweite erst für Schwenningen in dieser Saison zum 4:1, 44. Spielminute. Und was hat dieser Phil Hungerecker für einen Lauf? 5 Spiele in Folge, jetzt gepunktet mit seinem 7. Saisontreffer. Die Schlussphase, 2 Minuten noch mit dem Mute der Verzweiflung. Bietigheim und sie schaffen nochmal, es zu verkürzen. Max Renner, knapp ein Jahr nach seinem letzten Tor, mogelt er den hier irgendwie vorbei, trifft den Schlittschuh von Mitch Wall zum 4:2. Dann natürlich Empty Net, der 6. Feldspieler, die Chance für Kerenen aus Netz und im Gegenzug Tyson Spink mit der Rückhand zum 5:2. 50 Sekunden vor dem Ende, die endgültige Entscheidung. Schwenningen macht den Deckel drauf und gewinnt das Derby gegen die Bietigheim Steelers. Und wir hören uns die Stimmen zu dieser Partie an. Wir machen uns das Leben wieder selber schwer, geben leichte Gegentore her. Und meiner Meinung nach, so im ersten Drittel, 2. Drittel sind ein bisschen besser reingekommen, aber ist wieder nichts Zwingendes dabei. Ja, dann bist du 3-1 hinten und wenn wir uns eh schon schwer tun, Tore zum Schießen, kannst du halt nicht immer im Rückstand hinterherlaufen. Es war ein sehr gutes Gefühl, ein erleichterndes Gefühl, dass es jetzt endlich passiert ist. Und ja, der Puck findet irgendwo zu Hause schon einen schönen Platz, wo die anderen Pucks schon stehen. Schwenningen besiegt den Derby-Fluch gegen Bietigheim nach 5 Niederlagen am Stück und gewinnt mal wieder zu Hause im Kampf um die Playoffs. Big Points für die Wild Wings. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.